und O für eine erfolgreiche Gendiagnostik ist die Probenentnahme. Die muss fachgerecht erfolgen. Deswegen beginnt die PCR nicht im Labor und sie endet auch nicht dort. Sie erfordert Fachverstand. Sie gehört ganz eindeutig in dermatologische Hand. Ich mache ja auch aus dem Grund die Probenentnahme immer selber. Das Gespräch mit dem Patienten setzt sich fort und es sind ein paar wichtige Dinge zu beachten. Unproblematisch ist die Entnahme von Haarstümpfen mit einer Pinzette oder von Hautschuppen, die man sofort in diese Probengefäße für die Gendiagnostik bringen kann. Ein Sonderfall, nach wie vor ein Problemfall, ein Sorgenkind in der Probenentnahme sind die Nägel. Ich schneide immer mit einer stumpfen Schere, mit der ich auch sehr viel Kraft anwenden kann. Ich raspel eigentlich eher, als dass ich schneide und arbeite mich an den Ort der Infektion vor und nehme dann im zweiten Schritt sehr, sehr gerne meine Geheimwaffe, diesen zahnärztlichen Haken, wo ich das diagnostisch wertvolle Material unter dem Nagel, was in der Regel weich ist, hervorhole und die größten mikrobiologischen Trefferquoten habe. Der große Vorteil der PCR besteht darin, dass man auch Material unter einer Therapie untersuchen kann, im Unterschied zur Kultur. Die lässt uns dann im Stich, die wird negativ, die wächst nicht an, aber einer der Vorteile der Gentests ist halt der, dass sie davon unabhängig sind. Das einzige Problem besteht darin, dass wenn eine Patientin kosmetischen Nagellack aufgetragen hat, dass dann auch die menschliche DNA, aber vor allen Dingen auch die pilzliche DNA davon zerstört wird. Dass man also einige Tage vorher darum bitten muss, den kosmetischen Lack abzutragen. Sonst wird auch die PCR, und das gibt es auch, falsch negativ.